Moin meine Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Chris und ich präsentiere euch heute für unseren YouTube-Kanal den Lizard Robust 84 vor. Ja, dieses Anbaugerät wird uns zur Verfügung gestellt von Holzes FS und der, die Modder schreiben, ihre eigene Modbeschreibung, dass der Mod für alle Plattformen zur Verfügung steht, also auch für unsere Freunde der Konsole, sprich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Auch ihr und wir können zum Mod runterladen. Ja, wenn euch unsere Mods gefallen oder mit unseren Mod-Vorstellungen gefallen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Auch gerne einen Kommentar da lassen. Und unter den Videos findet ihr auch Links zu diesen ganzen, zum Beispiel diesen beiden DLCs von Vermeer oder dieses eine DLC von Vermeer. Da ist der neue Season Pass 2 verlinkt, das Expansion DLC, also was auch immer ist dort verlinkt. Wenn ihr euch das noch nicht gekauft habt, geht darüber. Damit unterstützt ihr, wenn ihr es wieder kaufen würdet, was nicht mehr kostet, damit unterstützt ihr halt nur den Entwickler und McManus direkt. Und dies wiederum würde uns natürlich sehr freuen. Ja, was haben wir hier Schönes? Ich hab das im Mod-Hub gesehen. Ich fahr mal aufs Feld, um ein bisschen besser sehen. Und mir gedacht, was ist das für ein Gerät? So. Er sah in erster Linie aus wie ein Flug. Dachte ich mir hier vorne im Flug, ja. Mit der schmalen Arbeitsbeutel, so ein Oschi. Boah. Was könnte es sein? Es ist quasi, ich würde sagen, ein Pfannengerät. Ein Bodenbearbeitungsgerät, was uns quasi den Acker hier direkt so passend macht, dass wir ihn am besten einsehen können. Ist ganz witzig, aber ja, ist natürlich ein Pfannenprodukt. Wir gehen mal in die Totale rein. Ihr seht hier, das Feld ist abgeerntet. Würde bedeuten, es muss gepflügt werden. Es benötigt Kalk, Dünger und so weiter. So, gut, Steine sammelt das Gerät natürlich nicht ein. Gemulcht wohl das auch nicht. Ne, ist einfach nur abgeerntet. Wenn wir jetzt hier einsteigen, wir senken das Ganze mal, geht er im Boden, wir fahren jetzt mal los und ihr seht, es sieht eigentlich aus wie so ein Flug. Ne, ihr seht auch 15 km/h Arbeitsgeschwindigkeit, kommt auch hin, benötigt dann 180 PS Minimum, das hat hier unser T7 auf jeden Fall, das haben wir euch auch schon vorgestellt, ne, müsst ihr mal schauen, oder kommt demnächst, eins von beiden. Das ganze Gerät ist 12,5 Meter lang und hat eine Arbeitsbreite von 4,80 Meter. Ne, ihr seht auch texturtechnisch, das ist jetzt nichts Wildes, hier gibt es nicht viel zu texturieren. Aufkleber gut lesbar, der Lizard-Aufkleber ist gut lesbar, Reifen, ne, das ist weit. Aber jetzt kommt der Clou, ihr seht, so, ihr müsst nur noch kalken. Das heißt, er pflügt, er macht alles. Wenn wir jetzt noch einen weitergehen, ihr seht auch sofort ein Saatbett. Ihr könnt quasi sofort im Optimalzustand quasi eure Saat jetzt hier reinbringen. Natürlich müssen wir es noch Steine lesen. Das wird viel zerstören, weil dann kommt er wieder auf eine grobe Textur. Aber er pflügt, er scheibeneckt, also mit einer Scheibenecke, also das, was man sonst in mehreren Arbeitsschritten macht, macht er quasi in eins. Und das ist natürlich wild. Fand ich aber sehr cool, deswegen dachte ich mir, stelle ich euch den mal vor, weil er sieht halt auch dementsprechend robust aus und er macht es danach mal alle Ehre. Und im Shop finden wir das Ganze natürlich dann unter DLCs und Mods. Ihr seht hier, für 32.000 habt ihr einen 4,80 Meter breiten, ja, alles könne. Allerdings gibt es keine Konfektionsmöglichkeit. Es gibt nur in diesem Rotton, so wie er ist, so könnt ihr euch den quasi dann ja, runterladen. Ihr seht auch, in der Log gibt es keinen Fehler, ist Version 1.0, knappe 4,8 MB groß, also nicht so weit. Und der Modder selbst schreibt, dass der Lizard Robust ein hervorragendes Werkzeug für die Erstaufgabe der Felderstellung ist, mit einer Doppelfunktion, die mit nur einem Arbeitsgang erledigt werden kann. Somit werden Wiederholungsoperationen vermieden. Er hat geringe Wartungskosten, da es fast keine beweglichen Teile gibt, die sich während der Arbeit abnutzen können. Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h, empfohlene Leistung 180 PS, 32.000 Anschaffung, 4,80 Meter breit, Länge 12,50 Meter und eine niedrige Eingekupplung wäre von Vorteil. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich persönlich finde es ganz witzig, weil er uns natürlich ein bisschen Arbeit erspart. Aber ihr wisst selber, hat mit Realismus nicht viel zu tun, weil hier nur Schare dran sind, nicht eine Scheibenegge oder irgendwas im Boden dann wieder lockert. Sondern einfach nur Flugschare und letztendlich hier auch würde hier eigentlich hinten eine Kartoffeltextur raushauen müssen. Aber wie gesagt, ich fand ihn sehr witzig. Er sieht auch sehr, sehr brachial aus. Und trotzdem dachte ich mir, stelle ich euch den vor.
Und würde mich trotzdem freuen, wenn es euch gefallen hat, mir gerne einen Däumchen nach oben da zu lassen. Gerne mal in die Kommentare schreiben, die Glocke aktivieren, um keine weiteren Mods zu verpassen. Würde ich mich sehr freuen. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Christian von der Modbox. Ciao.